Hallo, heute möchte ich mit euch diese süßen Igelplätzchen machen. Wie man das Ganze macht, zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr, habe ich meinen Teig schon fertig. Wie man den Teig macht, habe ich euch in einem anderen Video schon gezeigt. Also das Rezept dazu gebe ich euch. Ihr gebt nur dabei die ganzen Zutaten einfach in eine Schüssel, dann verkneten und dann für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank. Dann nehmt ihr ca. 20 Gramm davon weg. Und jetzt formen, du musst erstmal schön glatt machen. Und jetzt formen wir einen Igel. Also ihr macht eine Kugel und dann nehmt ihr eure Finger und macht vorne eine kleine Spitze. Und das war's jetzt auch schon. Und jetzt kommt es auf unser Backblech. Ich zeige es euch nochmal. Ihr könnt es natürlich auch wiegen, wie ihr wollt. Schön verkneten. Macht eine Kugel. Mal an. Und jetzt hier den Griff. Ich mache das so. Das hört sich blöd an. Aber ihr geht jetzt da vorne so hin und formt mit den 4 Fingern eine Schnauze. Und schon ist unser nächster Igel fertig. Und das macht ihr jetzt mit dem ganzen Teig. Dann kommen die Igel für, ich sag mal, 12, 13 Minuten auf jeden Fall bei 160 Grad Heißluft in den Ofen. Unsere Igel sind jetzt fertig gebacken. Die sehen jetzt hoppala, so aus. Jetzt laufen wir die Rückseite in die Schokolade rein. Jetzt abtropfen lassen. Und dann tauchen wir das Ganze in die Schokostreusel. Und dann lassen wir das trocknen. Nachdem unsere Schokoladenstreusel trocken sind, nehmen wir einen Zahnstocher in die Schokolade, tauchen in die Schokolade. Machen unsere kleine Nase. Und dann machen wir 2 Augen. Zwischendurch immer ruhig eine Schokolade tauchen. Und fertig ist unser Gesicht vom Igel. Und so schaut das Ganze aus, wenn es nicht verrutscht ist. Und fertig sind unsere Igelchen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Tschüss!